Hallo Leute und willkommen beim SparMag. Es wird Zeit für Tag 4 vom Mobile World Congress 2017. Heute haben wir uns wieder eine neue Location gesucht und zwar sind wir bei Huawei in einem Gärtchen, würde ich mal sagen, ja. Am Ende der Halle 1. Also hier auf dem Messegelände ist ganz schön, wobei hinter euch, also da wo die Kamera steht, sind ganz, ganz viele Autos. Ja. Wir haben aber wieder ein paar interessante Themen für euch und ich würde sagen, wir fangen an mit Sony. Jo. Der Großteil des Videos wird sich um Sony drehen, weil wir haben uns die beide heute angeschaut. Ich möchte noch betonen, ich bin sogar gestern bereits zur Sony PK an den Stand gegangen. Ein typischer Anfängerfehler. Ja, ich kann wirklich nur sagen, hier hat mich jeder davor gewarnt, tu Nette es nicht. Nette Menschen wie ich haben dich vorgewarnt, nicht nur einmal. Wirklich, jeder hat gesagt, tu es nicht, das lohnt sich nicht, das ist überlaufen, du kriegst nicht die Infos. Und es war wirklich, es ist kein Event, wo man hingehen sollte. Also Sony-Leute, sorry, das, was ihr am Stand da macht, man kann es ja wirklich am Stand machen, aber das war nicht nett gemacht, das war keine schöne Präsentation, man hat keine Geräte, danach filmen kommen, es war, nee. Also ich gebe dir richtig recht, also Entschuldigung, dass ich dich alten Messehasen da angezweifelt habe, aber ich habe mir auch gedacht, ich gucke es mir selber mal an, aber es war kein Spaß. Da heute zum Stand zu Sony zu gehen und dann in Ruhe das zu machen, war deutlich angenehmer. Ich konnte die vier Smartphones, also Sony hat vier neue Smartphones tatsächlich vorgestellt, alle auch noch ungesichert filmen. Also das war ganz nett. Nett. Ich gehe mal ganz kurz durch, was wir alles haben. Wir haben zum einen das Xperia XZS. Mhm. Das können wir ganz schnell abhaken, weil das ist einfach nur eine verbesserte Version vom Xperia XZ, wie der Name schon sagt. Und ganz ehrlich, der einzige größere Unterschied, der mir hier jetzt aufgefallen ist, ist die Kamera. Die löst jetzt mit 19 Megapixeln auf. Soll natürlich Sony, wie sie immer sagen, verbessert worden sein, aber dazu können wir noch nicht wirklich viel sagen. Ansonsten nach wie vor Qualcomm Snapdragon 820, 2900 mAh starker Akku, 4 GB RAM. Ich weiß nicht, vielleicht waren es beim letzten 3 GB RAM, das könnte ganz gut sein. Das wäre vielleicht die Verbesserung aber gewesen. Also wirklich, das S haben die sich wirklich so zu Herzen genommen. Also das ist nicht mal ein Plus-Update. Als ich gelesen habe, Snapdragon 820, dachte ich noch so, schon mal eine Ansage. 649 € soll im April 2017 auf den Markt kommen. Und wie gesagt, ihr hört schon an seiner Reaktion. Dazu muss man meiner Meinung nach nicht mehr viel sagen. Das ist, wie ich finde, das unspektakulärste von den drei Smartphones. Dann das neue Flaggschiff, über das wahrscheinlich schon jeder gehört hat, das Xperia XZ Premium. Ähnlich wie das Z5 Premium, damals das Gehäuse ist ganz ähnlich. Glas, auf beiden Seiten Metallrahmen und das Glas ist wirklich so, wie, man kann es als Spiegel verwenden. Ja. So. Also das ist wie damals, hochwertiges Smartphone, das Display ist natürlich wieder 5,5 Zoll groß, es ist wieder ein 4K-Display, jetzt allerdings mit HDR. Ja, richtig. Also das wollen sie verbessert haben und es ist das erste Smartphone, glaube ich, das offiziell mit Snapdragon 835 vorgestellt wurde. Ja, wann kommt es auf den Markt? Ich wollte gerade sagen, wer jetzt denkt, aber Moment, wir dachten doch, Samsung hat alle Snapdragon 835er aufgekauft und keiner kriegt welche. Naja, ist die Frage, wann man ein Smartphone rausbringt. Und Sony hat jetzt als Termin irgendwann im Juni angekündigt. Also im Juni ein Smartphone rauszubringen, was dann 835er hat, das ist dann nicht mehr wirklich ein Kunststück. Und 749 € kostet. Ansonsten hier 17 Megapixel Kamera, vielleicht ganz noch ganz interessant, eine 960 Frames per Second waren das, glaube ich, Slow-Motion-Funktion, die allerdings noch alles andere als final ist. Ich konnte damit kurz rumspielen. Ja. Das Ergebnis war, ich sage jetzt mal, man merkt, die Software ist noch nicht final, aber da wollen wir gar nicht zu viel zu sagen. Und das sind dann 960 Frames bei einer Auflösung von 720p. Genau. Ne? Abstriche muss man da machen, das sieht man. Und Sony geht auf dem Stand wirklich hin und macht dann so eine Videowand, nur wo dann überall steht 4K HDR-Display, wo ich mir dann auch wieder denke, das ist ja schön, genau wie bei LG. Aber wer fängt da jetzt wirklich an, total Filme permanent drauf zu gucken? Und ich weiß nicht, ob das nicht wirklich so an der Markt vorbeigeht. Dann haben sie noch zwei Smartphones vorgestellt, die ich jetzt zusammenfassen werde. Das eine ist das Xperia XA1, das zweite ist das Xperia XA Ultra. A1 Ultra. So, also diese Namen, ey, unglaublich. Sony. Aber man kann so sagen, das Design ist ganz ehrlich ähnlich dem XA vom letzten Jahr. Ja. Die seitlichen Displayränder sind wirklich schön dünn. Unten und oben wieder die typischen dicken Sony-Displayränder. Ja, ja. Das eine 5,2 Zoll und das Ultra hat eben 6 Zoll Full-HD IPS-Display. Du, ich muss sagen, von vorne gefallen mir die beiden ganz gut, aber ansonsten ist das totale Mittelklasse-Hardware. MediaTek-Prozessoren, ein Kunststoffgehäuse, 23 Megapixel Kameras, glaube ich, die aber vermutlich wieder nichts taugen werden, wie man das von Sony kennt. Ja, ich finde das immer wieder schön mit diesen dünnen Displayrändern an der Seite, aber ich glaube 279 und 379 €, und da muss man halt jetzt
die sind noch gar nicht auf dem Markt, aber da muss man sagen, ich befürchte, da gibt es wieder genügend bessere Smartphones für weniger Geld. Und vor allem auch hier wieder, das XA1 kommt im April, das XA1 Ultra kommt, glaube ich, noch mal einen Ticken später. Ja, nein. Und man steht am Stand und beide Kameras und dann wird einem gesagt, ja, hier, probier mal aus, 23 Megapixel Kamera Hauptsensor und du machst Fotos und denkst dir nur, wäre das jetzt ein anderer Hersteller, der diesen Sony-Sensor verbaut? Wie ja eigentlich alle immer Sony-Sensoren verbauen. Ich verstehe es nicht. Sony hat die Hardware. Sony kriegt die Pfoten an seine eigenen Sensoren. Schafft es aber nicht, fotomäßig und videomäßig auf das Niveau der anderen zu kommen. Das ist für mich ein Rätsel. Und der andere Unterschied noch zum Vergleich zum Ultra ist die Frontkamera. Da wurde mir doch heute bei Sony wirklich gesagt, vom XA1 Ultra, die 16 Megapixel Frontkamera mit OIS ist die beste Selfie-Cam auf dem Markt. Hat die nicht sogar noch eine Foto-LED? Ich habe Fotos damit gemacht und dachte mir nur, irgendwie mein altes Siemens mit 2 Megapixel vor etlichen Jahren. Aber es hat eine Foto-LED, oder? Vorne. War zu hell am Stand, habe ich nicht gebraucht. Okay. Aber von der Fotoqualität, das waren wieder Marketing, Realität. Also ihr seht schon, Sony eher enttäuschend, würde ich mal sagen. Dann hast du dir noch etwas ausführlicher, das BlackBerry K1. Ich will immer auch K1 sagen. Ja, K1 angeschaut. Ich hatte es kurz in der Hand. Die Specs sind mir ja schon durchgegangen, deshalb nur kurz so die Eindrücke. Ich finde echt ein schickes Smartphone. Also Gummirückseite ist das ja und ein bisschen Metall. Ja. Oder ist das Kunststoff oder Metall? Nee, ich meine, es ist schon Metall am Rahmen. Genau. Ja, zumindest fühlt es sich gut an. Dann dieses klassische BlackBerry-Format, das ich ja echt gerne mag. Ich glaube nicht, dass sich das irgendwie durchsetzen wird im Android-Bereich. Ich glaube auch, dass 549 Euro zu viel sind. Aber ansonsten, also finde ich finde es trotzdem cool, dass sie mal wieder so ein Ding gemacht haben. Finale Preise, ich weiß nicht, vielleicht sogar 599, aber das sind so Sachen, wo man sich dann wieder denkt. Auf der einen Seite habe ich mir gedacht, hatten wir, glaube ich, schon. BlackBerry, 600 für ein BlackBerry, könnte ja günstig sein. Aber für das, was geboten wird, aber dafür habe ich dann wieder BlackBerry mit der Sicherheitsnummer drauf plus die Tastatur. Auf dieser Tastatur zu tippen, ich habe sie mir direkt geschnappt und habe da wirklich am Stand, und es waren viele Anzugträger am Stand, das hat man wirklich gemerkt. Während sonst alle, ich sag mal, alles Mögliche darum läuft, war bei BlackBerry wirklich dieses klassische BlackBerry-Klischee. Und ich stand da und habe da erstmal 15 Minuten in die E-Mails-Apps und SMS-Apps einfach nur getippt, um wieder dieses Tipp-Feeling zu kriegen. Es fühlte sich nett an. Es war wieder was für die Freunde der Tastatur da draußen. Ihr könnt euch freuen, das Tippen war nett. Ich habe nur einen Kritikpunkt, das ist wieder diese Konstruktion, wenn man unten die Tastatur hat, da drüber dann die Onscreen-Tasten und da drüber dann die Wortvorschläge angezeigt kriegt. Ja. Wenn man dann da drauf auswählen will, die Wortvorschläge, wie oft ich heute zurück auf den Home-Button, auf die Home-Taste gekommen bin, man muss sich wahrscheinlich dran gewöhnen. Aber am Anfang wird das einen in Verzweiflung treiben. Aber vom Gerät selber, ich mochte es gerne in der Hand haben. Ich habe es mir zuerst an von der Seite angeguckt und wenn man es so normal wie ein Smartphone hält, denkt man sich so, ist nicht so ganz nett. Wenn man dann aber in diese Eichhörnchen-Tipphaltung geht, dann hat es wieder Spaß gemacht. Und jetzt hatten wir wieder ein kurzes Kameraproblem. ganz kurz noch eine Sache. Ich war noch bei Dolby Vision. Das kann man aber relativ schnell zusammen. Ich glaube, da bist du morgen. Morgen erst. Das war eine Demo von Dolby Vision. Einfach, ganz einfach. Also wie du eben schon gesagt hast, es gibt ja Dolby Vision. Und das LG G6 ist das erste Smartphone mit Dolby Vision. Das haben die da ausgestellt. Dann hatten die quasi ein LG-Smartphone, das ganz normalen Film gezeigt hat. Und das zweite eben ein Film, der Dolby Vision, also den gleichen Film nur mit Dolby Vision. Und das sah schon ziemlich cool aus. Also vor allem in dunklen Szenen hat man da viel mehr Details erkannt. Was halt, also es ist ja im Prinzip so ein, ich will jetzt nicht HDR-Abklatsch sagen, aber es macht ähnliche Dinge wie HDR und es sah echt cool aus. Du möchtest jetzt in Zukunft nur noch Filme auf dem Smartphone gucken? Nee, also wie gesagt, das funktioniert ja auch auf dem Fernseher. Die hatten vorne einen LG OLED-TV, also natürlich auch mit denen Kooperation. Aber das wirst du morgen sehen, das sieht auch cool aus. Ich dachte jetzt, es ist ja nur eine reine LG-Präsentation, aber es war ja eine Dolby Vision-Präsentation, deswegen zeigen sie da den Unterschied. Man hat schon gemerkt, dass LG irgendwie der Premium-Partner ist. Ja. Stimmt. Und jetzt sind wir hier bei Huawei und nehmen dann jetzt hoffentlich noch ein ziemlich cooles Interview für euch auf. Das freuen wir uns die ganze Woche schon drauf. Das kommt dann alles noch später. Das war Tag 4. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Morgen kommt dann nochmal ein Video mit vielen schönen Zusammenfassungen. Und hast du nicht gesehen? Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.